Rassistische oder menschenverachtende Vorfälle haben sich in letzter Zeit gefühlt ein wenig gehäuft, nicht nur in der Bundesliga. Thematisieren Sie das innerhalb der Kabine und gibt es einen Fahrplan, wenn sowas passiert? Und ganz konkret gefragt, verlassen Sie den Platz, wenn jemand beleidigt wird von Ihren Spielern? Also wir haben Gott sei Dank diese Situation mit dem HSV noch nicht gehabt. Also ich wüsste jetzt spontan, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn sowas passieren würde gegen einen unserer Spieler. Das ist bei uns in der Kabine null Thema, weil man ja auch sieht, wir haben eine Multikulti-Truppe, ja, die aber fantastisch zusammenarbeitet jeden Tag. Und ich glaube schon, dass wenn ein von uns das widerfahren würde in einem Stadion, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eine Reaktion zeigen würden. Aber wie gesagt, das müsste man abwarten dann für den Moment, wenn es denn passieren würde. Aber ich glaube, das wäre dann ein deutliches Zeichen. Ich wäre zumindest als Cheftrainer dann dafür, ein deutliches Zeichen zu senden, wenn ich das Gefühl hätte, dass ein Spieler von uns in der Form beleidigt werden würde, kann es durchaus sein, dass ich die Mannschaft vom Platz hole, ja. Aber wie gesagt, das ist, wenn ich jetzt hier sitze, ohne Adrenalin, ohne allem. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, sicherlich kurz auch in Absprache dann mit Jonas, ja, weil die Auswirkungen wissen wir da nicht, was das für Folgen hätte, aber ich bleibe dabei, Rassismus in jeglicher Art und Form lehne ich ab.